Einen wunderschönen guten Morgen an diesem 11. Dezember. Es war ein sonniger Tag in Helsinki und ich habe mich sehr gefreut, nochmal auf die letzten Tage im Jahr meinen Fahrradhelm rauszuholen. Das hier ist der Lumos und für mich ist das meistens kein Fahrradhelm, sondern ein Skateboardhelm. Aber ist eigentlich auch egal, mit welchem Verkehrsmittel ihr am Straßenverkehr teilnehmt. Skateboard, E-Scooter, Fahrrad, ein Helm ist eine verdammt gute Idee. So für mehr Gesundheit, bleibende Gesundheit. Der Lumos ist ein Kickstarter-Projekt ehemals gewesen. Ich habe den jetzt schon das ganze Jahr und es gibt mittlerweile auch so drei Varianten von dem Helm. Und der macht Licht, wie man sieht. Und dieses Licht ist nicht nur dazu da, vor sich zu beleuchten, wo man so hinfährt und geht, sondern man kann auch über verschiedene Lichtsignale den anderen Teilnehmern am Straßenverkehr signalisieren, dass man auch mitfahren möchte. Und on top kann man Abbiegehinweise übermitteln, indem man hier auf dem iPhone entsprechende Knöpfe drückt und dann piept es und blinkt am Helm. Und weil so eine iPhone-Steuerung eine ganz schlechte Idee ist, während man auf einem Fahrrad sitzt oder auf einem Skateboard steht, gibt es das Ganze natürlich als Watch-App. Und dann kann man übers Gyroscope signalisieren, wo man... Nein, also die Funktion gibt es, aber die ist extrem, extrem schlecht. Die will man nicht benutzen. Man kann zwar den Arm irgendwie hinhalten und dann blinkt es vielleicht am Helm und so weiter. Das ist sehr unzuverlässig und eine Spielerei. Ich finde es toll, dass eine Spielerei drin ist, aber es ist kein Feature, was diesen Helm gut dastehen lässt. Deswegen benutzt man diesen Klicker. Dieser Klicker hat Links-Rechts-Button und lässt entsprechende Abbiegehinweise auf eurem Helm erscheinen. Das Ganze ist wasserfest. Leider hat es einen proprietären Anschluss. Da steckt zwar USB-A auf der einen Seite, aber die andere Seite von dem Kabel ist so ein proprietärer Anschluss zum Aufladen. Das finde ich ein bisschen schade. Ansonsten ist die App extrem funktional, aber nicht sehr hübsch und auch nicht sehr gut. Allerdings hat sie ein Feature, was ich ganz toll finde. Man kann einen Tracking-Button drücken und dann wird aufgezeichnet, wohin man so fährt, so die Wegstrecke. Und das wird als Workout in Health festgehalten. Ich hoffe, an der App schrauben sie noch ein bisschen. Der Helm ist schon super. Es gibt, wie gesagt, andere Varianten von diesem Helm noch, wenn man eher so ein Skateboard-Helm möchte oder so ein Helm, der ein bisschen abgespeckt ist, ohne die links-rechts-Blinklichter. Lumos, ich bin großer Fan davon. Ist mein Fahrradhelm jetzt das ganze Jahr gewesen. Nicht als Fahrradhelm, sondern als Skateboardhelm. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder.